Marzi von Marzis Welt und auf meinem Kanal zeige ich euch viele Bastelprojekte, Nähprojekte und sonstige DIYs. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Rock selber nähen könnt. Ihr braucht dazu kein Schnittmuster, ihr müsst einzig und allein den Taillenumfang kennen für die Person, für die ihr den Rock näht. Ich habe den Rock für meine Schwester zu Weihnachten genäht und ich hoffe sehr, ihr wird er gefallen. Daher auch die weihnachtlichen Farben. Ein goldenes Gummiband und ein dunkelroter Musselinstoff mit kleinen goldenen Punkten darauf. Es ist wirklich ein einfaches Projekt, auch für Nähanfänger geeignet und kann auf Kinder und aber auch auf Erwachsene angewandt werden. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr so einen Rock selber nähen könnt, dann bleibt doch einfach dran! Für einen knielangen Rock braucht ihr etwa 50 bis 60 cm Musselinstoff, dann ein Gummiband, das etwas länger ist als der gewünschte Taillenumfang und ein farblich passendes Nähgarn. Zuerst wird die Länge des Gummibandes ermittelt, dazu den gemessenen Taillenumfang minus 4 cm Dehnung für das Gummiband plus 2 cm Nahtzugabe, also der gemessene Taillenumfang minus 2 cm. An dieser Stelle schneide ich dann das Gummiband ab. Jetzt schneide ich das Stoffteil zu. Die Breite entspricht der Stoffbreite, also ca. 1,40 m. Die Höhe des Stoffteils ist abhängig von der Körpergröße und entspricht der gewünschten Rocklänge plus Nahtzugaben. In meinem Fall sind das hier 45 cm. Als erstes möchte ich die Oberkante des Stoffrechteckes versäubern mit einem Zickzackstich. Dazu stelle ich die Nähmaschine auf Zickzacknaht ein mit einer Stichlänge von 2 bis 3 mm und einer Stichbreite von 3. Und dann die gesamte Oberkante mit einem Zickzackstich versäubern. Anschließend stecke ich das Gummiband rechts auf rechts an die Oberkante. Dabei stecke ich immer ein Stück fest und dehne das Gummiband maximal und stecke es in nächster Position fest. Ein eventueller Stoffüberschuss kann nach dem Nähen entfernt werden. Sollte zu wenig Stoff vorhanden sein, muss man das Ganze mit geringerer Dehnung feststecken. Nun wird das Gummiband gedehnt angenäht. Dazu muss man einen elastischen Stich, zum Beispiel einen Zickzackstich, verwenden. Den Anfang unbedingt mit einem Rückstich sichern und die ersten 2 cm ohne Dehnung nähen. Dann, während die Nadel im Stoff steckt, ein Stück dehnen und unter Dehnung das Gummiband festnähen. So Stück für Stück das gesamte Gummiband an die Oberkante nähen. Dabei wird der Musselinstoff dann automatisch gerafft. So sollte jetzt euer Rockteil bisher aussehen. Der Überschuss kann, wie gesagt, einfach abgeschnitten werden. Nun lege ich die Seitenkanten des Rockteils rechts auf rechts übereinander und stecke diese mit Stecknadeln fest. Ich beginne an der Stelle, wo Gummiband und Stoff aufeinandertreffen. Dann nähe ich entlang dieser Kante mit einem einfachen Geradstich. Danach werden die Nahtzugaben auseinandergebügelt und einzeln mit einem Zickzackstich versäubert.
Für ein saubereres Ergebnis kann man dann die Nahtzugabe bis zum Zickzackstich zurückschneiden. Damit das Gummiband flach zu liegen kommt, kann man das Gummiband auseinanderfalten und mit 3 kleinen Nähten in dieser Position fixieren. Für den Saum kann man entweder die Unterkante doppelt umschlagen und festnähen oder man kann das Ganze auch mit einer Zwillingsnadel versäubern. Hierzu die Unterkante einfach ca. 2,5 cm umschlagen und feststecken. Dann eine Zwillingsnadel einsetzen. Einfädeln ist die Besonderheit, dass 2 Oberfäden verwendet werden. Diese werden dann wie gewohnt eingefädelt, allerdings gemeinsam und am Ende durch jeweils ein Nadelöhr eingefädelt. Der Unterfaden wird wie gewohnt verwendet. Dann stellt man die Nähmaschine auf einen Geradstich mit einer Stichlänge von 2 bis 3 mm. Jetzt näht man von der rechten Stoffseite aus entlang der Unterkante. Dabei werden Anfang und Ende wiederum gesichert. So sieht die fertige Naht aus. Ein doppelter Geradstich von der rechten Seite und ein Zickzackstich von der linken Seite. Den Überschuss auf der linken Seite dann vorsichtig mit einer Schere zurückschneiden. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war alles gut erklärt. Ansonsten schreibt doch einfach eure Fragen in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos rund ums Thema Nähen sehen wollt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis bald! Tschüss!